Als mein Gebet immer andächtiger und stiller wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass beten nicht bloß Schweigen ist, sondern hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der betende Gott hört. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit diesem Vers aus dem Hebräerbrief seid herzlich gegrüßt hier aus der Golgatha-Kirche. Vom Hören auf Gottes Wort handelt dieser Sonntag im Kirchenjahr. Vom Hören und vom Verinnerlichen. Vom Hören mit offenem Herzen. Sexagesime, so heißt dieser Sonntag, der diese neue Woche eröffnet. Und in seinem Namen trägt er schon den Blick gen Ostern. 60 Tage vor Ostern. Vielleicht 60 Tage, die auch wir uns noch gedulden müssen. Im Verzicht, in Distanz. Sexagesime, ein Sonntag, der uns auftanken lässt. Der unsere Kirchen in Grün wie die Hoffnung hüllt. Der uns Kraft schenken will für den Weg, der vor uns liegt. Vom Hören erzählt Jesus seinen Jüngern auch ein Gleichnis, aufgeschrieben im Lukas-Evangelium. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Vielleicht hatte Konstantin Meunier auch den Sämann aus den Evangelien vor Augen, als er seine Skulptur, den Sämann, schuf. Seit vielen Jahren steht er im Hof der alten Nationalgalerie. Eine starke Statur, ein wenig heroisch und hingebungsvoll. Meunier schuf seinen Sämann am Ende des 19. Jahrhunderts. Viele seiner Werke widmen sich den Arbeitenden, denen die Lasten tragen. Doch immer wieder als Maler und als Bildhauer widmete er sich auch biblischen Geschichten, wie dem verlorenen Sohn, dem gekreuzigten Christus. Die Werke, die ich von Meunier fand und sah, die zeigen immer beides: das Heldenhafte, das Kraftvolle, und das Zerbrechliche, das Leidgeplagte, das Angewiesensein auf Lohn und Brot.
Im biblischen Gleichnis streut der Sämann aus, in Hoffnung und im Wissen darum, dass der Ertrag, dass die Ernte nicht allein in seinen Händen liegt. Manches kommt auf den Weg und wird zertreten. Manches wird von Vögeln gefressen, manches verheddert sich oder verdorrt. Ein Gleichnis. Jesus umschreibt das Wort Gottes und malt seinen Zuhörenden ein Bild. Man kann es verschieden sehen und hören, verinnerlichen und darin spazieren gehen wie auf einem Gemälde. Lukas fügt in seinem Evangelium die Deutung dieses Gleichnisses gleich an, um ganz sicher zu gehen, dass es richtig gehört wird. Im Gleichnis ist Gott dieser Sämann, der sein Wort, seine Liebe in vollen Händen aussät. Hand um Hand in Hoffnung und Vorfreude. Hand um Hand im Wissen darum, dass nicht alles aufgehen wird. Auch Gott pflanzt auf Hoffnung hin. In seinem Blick, wie bei Meunier, ist sicherlich keine Siegesgewissheit, keine Erntegewissheit, sondern eher Hoffnung, abwarten. Die Samen sind für Lukas die verschiedenen Menschen, die Gottes Wort je verschieden hören. Das Ringen um Worte und Wirklichkeiten erleben auch wir gerade in diesen Zeiten so sehr. Worte der Freiheit, die mit Füßen getreten werden und mundtot gemacht werden. Worte der Unwahrheit, in denen man sich verheddert wie in Dornen. Worte wie in Stein gemeißelte Zweifel und Misstrauen. Und doch fällt es mir schwer, die Worte des Gleichnisses nur so zu hören, in diesem Ohr des Lukas. Wenn ich die Invalidenstraße entlang radle, komme ich immer ins Stocken, wenn ich an der Ecke zur Gartenstraße an einer Litfaßsäule vorbeikomme und lese Gottes Wort. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Das Modell schwarz oder weiß, Felsen oder fruchtbares Land, rechtes Verstehen oder verworfen sein, ist nicht das Ohr, mit dem ich Jesu Worte höre von der Liebe, von der Vergebung, von der Gnade. Es war weder in Jesu noch im Gottes Sinne oder im Sinne der Evangelien, der frohen Botschaft, Zwietracht zu säen. Für mich beschreibt das Gleichnis, dass auch Gottes Worte Hand um Hand gesät unterschiedlich Gehör finden können. Nicht nur bei anderen, sondern auch in mir. Gott sät auch auf die weiten Felder meines Lebens, auf die weiten Felder meines Glaubens und Zweifelns, sät in die Täler meiner Ängste, ins Gestrüpp meiner Sorgen, in die Brache meiner Hoffnungen. Gott sät Hand um Hand. Und mit all diesen Samen ist es wie mit Gottes Wort. Manchmal geht es unter im Lärm der Tage oder verfliegt im Sturm der Nachrichten. Manchmal wird es zerrieben im Einerlei des Alltags oder trifft auf meine tauben Ohren, die schlicht manche Töne nicht mehr hören oder nicht mehr hören können. Aber hier und da fällt der Same auf fruchtbares Land. Er wird gehalten und keimt. Er wächst und schlägt im Verborgenen erste Wurzeln. Er rankt hervor und treibt aus, gewinnt an Größe
und bringt Frucht. Hier und da geht Gottes Wort auf meinen weiten Feldern auf. Gesät wie ein Wort in mein Herz. Und es trägt Gottes Zuspruch. Es trägt die Liebe Jesu. Oder schlicht manchmal auch nur ein Geistesblitz im Gebet, im stillen Moment. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Selig sind, die da reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Fürchte dich nicht. Und da, wo Gottes Wort fruchtbaren Boden findet, trägt es hundertfach Frucht. Es nährt und es trägt in Dürre und in Winterszeiten. Und es bringt neuen Samen, auf dass wir offenen Herzens aussäen können als Sämänner und als Säfrauen. Gottes Wort weitertragen, Gottes Wort weiter erzählen und Liebe säen, Hand um Hand, Wort für Wort, auf die weiten Felder dieser Welt. Amen. Segenssamen, ein Glas mit Worten, mit Samen, stelle ich zu Füßen des Sämanns im Hof der Alten Nationalgalerie. Sie sind eingeladen, vorbeizukommen, vielleicht heute beim Sonntagsspaziergang oder in den kommenden Tagen, sich einen Samen, einen Zettel mitzunehmen. Vielleicht einander vorzulesen oder sich selbst durchzulesen und nachklingen zu lassen. Auf dass es sie stärkt und bewahrt, heute in der kommenden Zeit.